Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play von Furious Assassin's Creed Identity, Episode 8. So, wir waren letztes Mal stehen geblieben mit dem gefährlichen Handel, haben abgeschlossen. Wir brauchen nur noch ein bisschen, um auf Stufe 10 zu kommen. Das machen wir auch kurz mit dem Auftrag. Wie wäre es denn nochmal mit einem Plünderungsauftrag mal zur Abwechslung? So. Das wollen wir. Alles klar. Was muss ich machen? Plündern Sie eine Truhe. Die Truhe kann sich auf Bodenhöhe oder darüber befinden. Folgen Sie der Markierung, um sie zu finden. Mach mal. Hey, was ist denn das hier? Was ist das denn? Was? Wieso ist der so toll? Der hat doch nur einen Vornamen, ne? Oder nur einen Namen. Gibt es da so Achievements? Wir finden das alles raus. Wahrscheinlich hat er was gekauft und dann bekam er was so geschenkt oder irgendwie so. Wie schon gesagt, wir probieren es mit ohne In-App-Käufen. Bisher klappt es ja ganz gut und deswegen macht das Spiel auch weiterhin noch sehr viel Spaß. Also da, das hat ja auch was gekostet, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier kein Geld gezahlt habe. Alles klar, was muss ich machen? Trunk können Sie bitte. Alles klar. So, da oben ist auch schon so ein roter Pünktele. Da werde ich ja dann hin müssen. Da gehe ich doch am besten über die Stadt nach da oben rein. Gucken wir mal. Komme ich da rein überhaupt? Ja, da ist offen. Sehr schön. So, guten Tag. Ich, entschuldigen Sie. Wo geht's denn hier? Machst Fing oder was? Hey, du. Oh. Das ging in die Weichteile. Na gut, so. Schauen wir mal weiter. Wie komme ich denn da hoch? Wir sind Assassine, wir machen uns das sehr einfach. Höp. Ja, das hätte ich mir auch sparen können. So, die nächste Wache ist hier rechts oben, da muss ich aufpassen. Guten Tag. Entschuldigung. Dass ihr mir immer im Weg stehen müsst. Ich verstehe das nicht. Hopp. Hopp. Hi. Eieiei. Ein einziges Gemetzel hier. Diese Assassinen. Hey, mein. Klingt wie die Schritte. Lustig. Schon ein bisschen, oder? Oh, Achtung, Sperrgebiet. Hier sollten sie sich nicht aufhalten, soll das wohl heißen. Da ist die Truhe. Bitte aufmerksam auf mich. Ah ja, okay. Also in Sperrgebieten ist Auffallen grundsätzlich kacke. So, Trüchen. Ja, das ist ja sehr nett. Aber wir haben hier unseren Lieblingsheuhaufen. Und jetzt? Bringen Sie sich in Sicherheit. Kommt die Wache hier an dem Haufen vorbei? Oh, komm, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein. Nee, langweilig. Egal. Egal, egal, egal. Total egal. So, wo muss ich hin? Wieder runter? Nee. Ja. Grüß Gott. Nein, du wirst mir nicht. Du wirst mir nicht ärgerlich. So, hier haben wir ja schon alle Wachen aus dem Weg geräumt. Das heißt, wir kürzen kurz ab. Zack. Zack. Ja, das ging flott, oder? Also, das haben wir jetzt annehmbar erledigt. Entschuldigung, mal ein bisschen was einschalten hier. So. Und zack. Ja, damit das auch hinhaut hier alles. So, Verzeihung. Da haben wir nächstes. Jetzt müsste ich ja meine Stufe erreicht haben, die ich erreichen wollte. Gucken wir mal. Ja, wir sind Stufe 10. Ja, den wollen wir als Freund haben, ne?
Freunde sind ja nie verkehrt. So. Schauen wir mal. Braucht ein bisschen länger. Ah ja. So. Und damit kommen wir offenbar zur letzten Mission. Weil ich kann hier... Nö. Da geht nicht mehr. Dann werden wir zum Retter Roms. Kämpfen Sie sich den Weg zu Il Corvo frei und töten Sie ihn. Mach mal. Finden Sie einen alternativen Weg, um Il Corvo zu erreichen und seine Krähen zu meiden. Huiuiui. Das ist so ein Stückchen herausfordernd jetzt. Wir haben ja eh nur Berserker. Ich mag die mit den Emblemen, die ich bestimmt noch herausfinden werde, was sie bedeuten. Ist ja klar, dass Il Corvo allen Assassinen den Tod bringen wollte. Während ihnen langsam die Zeit ausging, brachen der Assassine und Machiavelli zur Engelsburg auf, wo Il Corvo bereits auf sie wartete. Na dann. Il Corvo. Schnuckiputzi. Na, lass mich raten. Oh, das muss gehen, ne? Also wenn die sowas hier schon so hinbasteln. Zack, zack, zack. Treffen sie Niccolo. Oh, kennt ihr das Lied von Jean-Jacques und Niccolo? Sehr trauriges Lied. Die Krähen sind womöglich schon über ihre Anwesenheit informiert. Ja, das glaube ich. Adlerauge, sei wachsam. Das war schneller als erwartet. Das ist nur eine Miliz, ne? Komm schon, Niccolo. Auf geht's. So schnell kann's gehen. Und dachte ich an. Jetzt habe ich dich schon entdeckt. Nein, das kann gar nicht sein. Schwuppsti. So, können wir auch gleich wieder gucken. Geht hier nicht. Doch, geht hier schon, ne? Willst du hin? Corvo ist auf der anderen Seite der Brücke. Kämpfen Sie sich den Weg frei oder finden Sie einen anderen Weg? Wir suchen uns einen anderen Weg und wir haben ja vorher gelernt, dass es Wege außenrum gibt. Ich betrete noch kein Sperrgebiet. Ich bin noch brav und züchtig. Okay, hier geht's, genau. Das, was ich mir dachte. Der guckt auch gerade nicht. Hihi. Schön, schön, schön. Dann bist du jetzt fällig. Zack. Verzeihung. Oh, nicht ins Wasser fallen. Oh, das wäre jetzt ganz schlecht. Die Mission ist nämlich ein bisschen länger anscheinend. Herausforderung abgeschlossen. Das ist ja herrlich. So lobe ich mir das. So, Kollege. Vielen Dank dafür. Und nun? Töten Sie Il Corvo und seine Wachen. Das machen wir. Wir schleichen uns am besten mal von hinten ran. Vielleicht zieht er uns ja nicht gleich. Ah, ja, dann schon ein bisschen. Alles klar, sehr gut. Nee, das sind doch alles seine Wachen. Da schau her. Ja, sehr gut. So, Ratzat. Hallo. Guten Tag. Damit hast du nicht gerechnet, was? Du auch nicht? Ach, das geht ja jetzt zackig. Zack, und den nächsten. Ah, und jetzt kommen wir zum großen Finale. Il Corvo, stelle dich. Nimm dies, Schurke. Die Assassinen werden nie vergessen, werden immer vergelten.
Tada! Vielen Dank dafür. Das war jetzt nicht der richtige Sound gerade zum Schluss. Ich dachte, jetzt verpatzt. Von dem ich verarschen. So. Zum Anin muss zurückkehren. Das haben wir gut gemacht, ne? Das haben wir gut gemacht. Und die meisten überlebenden Krähen ergaben sich. Der den natürlich. So. Warum leuchtet mir denn der Shop so grell entgegen? Was wollen die mir jetzt sagen? Hallo, lieber Furious. Du kannst natürlich gerne weiterspielen, aber dazu musst du... Aha, okay. Aber dazu musst du natürlich Geld investieren. Der Heldenshop ist jetzt geöffnet. Sie können Assassinenringe, Auftragsarten und Turnen und mehr kaufen. Tippen Sie auf den Heldenshop und alle Angebote anzusehen. Das geht sonst nicht anders, okay. Helden Rang 1, Initiant. Schaltet frei. Heldenmission auf Rang 1. Ah, muss ich eh machen. Muss ich eh machen. So. Ja. Er lässt mir ja gar nicht alles zu. Deswegen, okay. Neuer Spielertitel, Initiant, neue Porträtplatte. Ah, das sind die jetzt quasi. Ja, dann kriege ich jetzt auch dazu. Sehr schön. Ist jetzt keine hübsche Porträtplatte, aber vielleicht wird die ja noch hübsch. So. Ja, jetzt kommen wir zu den Aufträgen. Jetzt sind neue Missionen verfügbar. Was ist das hier? Novize. Aha. Ah, ja. Zeigt ihnen alle Ringe an, die falsch werden können. Je höher der Ring, desto größer die Herausforderung. Sie beziehen auf den Rang initial, um fortzufahren. Mach mal. Synchronisation mit Animus. Animus. Hat der Animus eigentlich einen Jingle? So, keine Ahnung, eine MP3-Playlist oder so? Wenn ja, wie würde die lauten? Oder wie würde sich die anhören? Ist ja doch immer mehr so Filmsound, ne? So, das dauert aber hier. Warum kann es denn liegen? Ja, zwischendrin erzähle ich mal ein bisschen eine kleine Geschichte. Und zwar liegt es wahrscheinlich aber im Internet. Wobei, na egal, wir haben hier so ein, nennen wir es mal Land-LTE. Ich bin Kunde bei einem der beiden größten Telekommunikationsanbieter. Und die Verbindung mit DSL gibt es bei mir hier nicht, wo ich wohne. Also ich wohne am Rand vom Arsch der Welt. Und hier gibt es quasi nur LTE. Das heißt, das, was ihr von euren Handys kennt, von Mobilfunkverträgen, das nutze ich hier für mein Internet, aber für zu Hause sozusagen. Jetzt kann es natürlich sein, dass mein Internet gerade abgeschmiert ist. Ja. Das kann sein, ne? Dann machen wir es doch mal so. Wir machen hier einen kurzen Cut. Und sind gleich wieder da. So, und damit sind wir wieder zurück. Also es lag nicht an meinem Internet, Gott sei Dank. Sondern an Ubisoft anscheinend. Scheint der Server gerade abgeschmiert zu sein. Egal. Ich hatte gerade den Hinweis, dass ich die Dailies machen soll. Die Initiantaufgabe ist, schließen Sie drei Aufträge ab, um sich diesen Gegenstand zu verdienen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie es mit der Kampagne aussieht. Weil den Schwarm Krähen haben wir ja abgeschlossen. Kann ich das jetzt irgendwie nochmal in anderen Stufen dann aufrufen, theoretisch? Ich guck mal gerade. Ja, hier unten kann ich hier jetzt im Heldenmodus und so weiter. Ne, okay, gut, alles klar. Wir machen ja einfach weiter. Interessant. Vor die blutrote Dämmerung gibt es noch nicht. Kann nur nicht auswählen. Dann das Montreal Animus VA Training. Was ist das? Gucken wir mal. Das sind unsere Tutorials, die wir quasi machen können. Die haben wir aber schon abgeschlossen. So, das heißt, uns bleibt erstmal die Aufträge zu machen. Ja, und das wollen wir doch mal machen. Also fangen wir mit einem Attentatsauftrag als Initiant an.
Und das wäre der hier. So, ich hätte gern den da. Und da hätte ich gerne, dass wir das mal machen. So. Meine Stärke reicht aus, offenbar. Töten Sie zwei Ziele. Eine Offiziereinheit töten. Töten. Machen wir. Töten kriegen wir hin. So, ich mag gerne die Leute mit Erfahrung. Deswegen nehmen wir die, die auch schon so ein Emblem haben. Und Schattenklingen finde ich ganz praktisch. Mit ihren Rauchbomben. Ziel der Mission gehört ein Symbol, das den Missionstyp repräsentiert. Zum Beispiel Attentat, Übergabe, Eskorte und so weiter. Auftragstyp. Jetzt glaube ich das Attentat. So. Töten Sie alle im Auftrag genannten Ziele. Alles klar. Wir fangen bei dir da hinten an. Und ich muss noch irgendeinen Offizier auch mit töten, ne? Irgendeinen Obermufti-Mufti. Zack. Guten Tag. Ah ja, da sind meine Freundin die Mönche. Oh. Hätte mir eigentlich den Sprung angeboten. Das war eng. Ja, ist ja gut. Freundchen. Was jetzt? Ach, geh. Geht schon los. Geht schon los. Alles da. So, du sollst sterben. So, wir holen uns mal ganz kurz ein Verstecki. Wecki, wecki. So, dich da drüben. Zack. Zack. So. Schon fühlen wir uns wieder sicher. Zwei Ziele getötet. Jetzt müssen wir in so einen komischen Offiziersheinzieh noch mehr holen. Hört ich das? Ja, eigentlich nicht so, ne? Gucken wir mal. Ob ich an den schnell rankomme, dann habe ich ja kein Problem. Zack! Guten Tag! Und mein Hauptmann? Das war noch nicht mein Ziel. Soll ich den jetzt schon töten, obwohl ich noch nicht mein Nebenziel erreicht habe? Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt machen wir das einfach mal. Dann ist das Thema nämlich ziemlich schnell erledigt. Ja gut, das ist schon in Ordnung. Ist jetzt aber auch nur so ein Hauptmann, ne? Also, lieber ja jetzt anzunehmen, ne? Haha! Schön! Gefällt mir. Ah, ich mag diese Angriffe. Aber ich muss doch noch irgendwo so einen Heinz Kasperl töten hier. Wo finde ich den? Zack. Sehr gut. So. Hallo? Probieren wir es mal auf dem Dach. Komm ich hier hoch? Ich will da hoch. Lass mich mal da hoch. So. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf. Rauf, rauf. Zack. Guten Tag. Herr Vorstandsvorsitzender. So. Nee, du bist auch nur ein Schütze. Ist auch langweilig. Der da unten hat ein Häubchen auf. Bist du dann mein gewünschtes Ziel? Schauen wir mal. Das ging flott. Das fällt den Kollegen hier gar nicht auf. So. Ist auch nur ein Hauptmann. Ist ja komisch. So. Das war das, was ich wollte. So, sehr schön. So. Jetzt habe ich dann bei alle Ziele erledigt. Ja, ich habe irgendwie die Herausforderung nicht kapiert. Komisch. Aber das macht nichts. Eine Offiziereinheit. Ich habe doch eigentlich so ziemlich alles, was ich an Offizieren gefunden habe. Hätte nicht sollen sein. Macht mir nichts. So, ja, das passt schon.
Wenn ich immer hier so rüber gucke, ich gucke hier auf die Uhr. Da läuft so ein kleiner Counter mit. Damit ich weiß, dass ich die Folge nicht zu lang mache. Deswegen. Also das mit der Synchronisierung da, das ist jetzt echt gerade so ein bisschen lästig, weil es so viel Zeit immer wegnimmt. Was haben wir hier? Ein Elite-Escort-Auftrag. Olla, olla. Was muss ich hier machen? Und warum ist das Elite? Hui. Nicht mit versteckten Klingen töten. Oh. Bringen Sie den Verbündeten in Sicherheit. Halten Sie Ihre Gesundheit über 50%. Gut. Wir kriegen nur Berserker. Dann nehmen wir den Fiorentino Sacco. Ich kann jede Fähigkeit bis Rang 5 upgraden. Nur gucken wir mal. Ein paar Fähigkeiten habe ich schon verteilt. Ja, wie auch angekündigt vor 2 Episoden, ne, ich mache das alles im Hintergrund. So das Upgraden und Ausrüsten und Verkaufen und so. Weil damit will ich euch echt nicht aufhalten. Das ist ziemlich lästig. Ein Senat nehmen wir 5 erwartet. Halten Sie Gesundheit über 50%. Aktuelle Gesundheit 100. Ja, das kriegen wir hin, oder? Also, ich meine, Gesundheit war ja bisher noch nie das Problem. Hallo, wo ist mein Verbündeter? Pferdebündeter. Das sind schon die ersten Wachen. Okay. So. Hier ist die Spezie. Ja, bitte. Na, das wollte ich ja nicht. Das habe ich nicht mal im Ansatz gedrückt. Ach komm. Oh, das nervt. Ohne Scheiß, ich habe schon versucht, dass ich irgendwie ausweiche oder dass er mir den nicht aktiviert, aber nö. Kann ich das irgendwo deaktivieren? Geht das? Ach, das ist ja lästig. Sowas nervt mich. Wenn ich es absichtlich nicht drücken wollte. Ihr habt ja gesehen, wie ich rumgehampelt bin. Mann. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Richtung Jungs. Aber gut, was soll's. Hacke ich ihm Holz. Na, jetzt kann ich ja. Jetzt ist ja egal. So. Nächster, der wundert sich noch. Du bist auch noch so ein bisschen verdattert. Ja, auf dich muss ich jetzt. Halt. Keine Gefahr. Keine Gefahr. So, du darfst wieder. Ach, wo müssen wir denn eigentlich hin? Mit dir. Uiuiui, das hättest du doch abkürzen können. So. So, so, so. Ist übrigens eins meiner Lieblingswörter. So. Kann nochmal nerven. Oh, da gibt's was zum Reparieren. Tada, grüß Gott. Ach, das ist ja klar, ne? Also. Na klar. Ja, mit der dicken Gesundheit, den kriege ich wieder, ne? So. Du kriegst ihn. Ist jetzt mal. Pump. Zack. Und down. Das war schon wieder für dich. Kommst du bitte? Bitte kommen. So. Na, wo geht's jetzt weiter? Also so kompliziert ist das jetzt echt nicht. Ja, geh mal runter da. Okay, den habe ich jetzt einfach nur angesprungen, lustig. Ja, genau. Ein Assassine beugt sich keiner Gefahr. Nein, ich will mir nur einen taktischen Vorteil durch Entfernung verschaffen. Aber gut. Wenn das nicht sein soll, ist mir das auch egal. Tach. Ich schaffe mir mal gleich auch aus dem Weg. Dann ist das Team Arsch erledigt. Biegst jetzt nach links ab, ja? Wie sagt, dass du nach links abbiegst? Dann kümmere ich mich gleich um die zwei Hansel da. Bist du noch ein bisschen verdattert? Passt schon. So.
So. Haben wir das? Ja, sehr schön. Okay. Freut mich. Ja, das... Also, entschuldige mal. Also, im Ernst. Echt jetzt. Ich hab's versucht, okay? Aber gut. Was willst du machen? Hintern spucken und lachen. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir, wie schon gesagt, alles so am Rande. Gut, was haben wir noch? 2 von 3. Jetzt machen wir noch einen und dann geht's ab in die Falle. Ne? Ihr wisst schon. Abschalten dann. So, was machen wir noch? Ah, komm, Attentatsaufträge sind immer lustig. Und es gibt Handschuhe. Handschuhe. Oh, da brauche ich ein bisschen mehr Stärke eigentlich. Was soll's? Wir haben Niccolo De Fini dabei. Da kann uns nichts passieren. Niccolo, falls du das hier siehst, danke, dass du dabei bist. So. Na? Los geht's. Was müssen wir machen? Töten sie alle im Auftrag genannten Ziele. So, dann fangen wir mit dir darüber an. Du möchtest ja anscheinend als Erster, weil du mir so ins Auge stichst. Zack, zack, zack. Das finde ich schön. Hier so mit den Stegen da. Das macht Spaß. So, wo bist du denn? Guck, guck. Hat sich jemand das Nebenziel gemerkt? Ich weiß es nicht mehr. Eins. Das ist ein Schläger. Was bist du? Gewandet. Ah, das ist ja kein Problem. So. Ah, für dich habe ich was. Na komm. Toing! Und jetzt gibt es ein anderes. Komm schon. Bist du bereit? Sehr schön. Kein K. Kein K. Oh, ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. So, und da drüben läuft unser nächstes Ziel. Das heißt, wir gehen am besten über die Brücke. Ein bisschen kennen wir uns ja aus jetzt schon hier. So, hier kann man hoch. Zack. 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 Ja, wieder. Aufs höchste Gebäude hoch. Ah, wir machen uns mal kurz unsichtbar. Ja, das ist nicht sowas. Ah, okay, das war nicht sowas. Aha, fällst du hier runter, tust du dir weh, hast das. Alles klar. Da ist nichts. Okidoki. Hier waren vorher mehr Wachen. Früher war mehr Lametta. So. Da geht er, da geht er. Hallo. Dann haben wir es hier gleich. Und zwar in 3, 2, 1. Finito. Was jetzt? Hammer. Sind das Sperrgebiet verlassen? So, bringen Sie sich in Sicherheit, bevor die Wachen sie finden. Wo gehen wir denn hin zum Sicherheit bringen? Da vorne ist was. Das nehmen wir. So, hoch hier. Einmal hoch. Zack. Finden Sie schnell. Oh, Entschuldigung. Finden Sie schnell ein Versteck. Versteck, Versteck, Versteck. Zack. So, da will ich rein. Wuscheln. Damit haben wir's. Oh. So. Naja, mal wieder ein bisschen was geschafft. Noch gescheit Münzen dazu verdient, damit wir uns mal schön was kaufen können. Schöni. Ja, sieht gut aus. Na klar. Glückwunsch, Sie haben Ihre erste 3296D2 Aufgabe abgeschlossen. Alles klar. Belohnung abholen. Okay. Läuft es darauf jetzt dann hinaus? Ach, guck mal hier. Man kann theoretisch da oben den Assassinen wechseln. Aha, okay. Ja, das ist ja nicht so interessant. So, Social interessiert mich ja nicht. Codex-Einträge könnten wir mal durchlesen. Okay, Kampagne können wir dann mal nochmal im Heldenmodus spielen. Aber bis dahin erstmal, ja, ich pumpe mir noch ein paar Aufträge im Hintergrund rein.
Und dann machen wir mal die Helden Aufträge hier bei einem Schwarm Krähen. Bis dahin, ich danke euch wieder fürs Zuschauen und ja, hat wieder Spaß gemacht und es freut mich immer, dass ihr zuschaut. So das ein oder andere Feedback bekomme ich ja schon, das ist ganz nett und dementsprechend danke und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, ne? Ciao.